Mein Name ist Ulrike Zuwall und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie zur Folge 39 der Reihe über Göttinnen und Götter, Helden, Dämonen und große Magier und möchte Ihnen heute das Buch von Stephen Grundy, Rheingold, vorstellen. Herausgekommen ist es 1992. Ich denke, nicht viele von Ihnen werden dieses Buch kennen. Ich habe mir länger überlegt, ob ich es hineinnehme in diese Reihe. Aber es hat Hand und Fuß, es ist nicht schlecht geschrieben. Und es gehört dann damit auch unbedingt in die Reihe über nordische Götter und germanische Sagen hinein, die im 20. und 21. Jahrhundert in der Moderne entstanden sind und die man ernst nehmen kann. Jedes Buch auf seine Art und Weise hat beigetragen zu Momenten des modernen Lebens, die nun aufgrund von germanischen Mythen Aspekte behandelt haben, die im modernen Leben wichtig geworden sind, wie zum Beispiel der Nebel von Avalon. Die Frauen, der Feminismus spielte eine große Rolle. Bei Loki haben wir gesehen, es ist das Transgender-Problem. Und hier haben wir nun einen Autor, Stephen Grundy, der nicht allein Literat war, sondern Neuheide, gläubiger Neuheide. Und er hat dieses Buch geschrieben, nicht nur als einen Roman, sondern wirklich auch als ein Glaubensbekenntnis. Und von daher ist das auch sehr interessant. Ich stelle Ihnen erst einmal ein wenig diesen Autor vor. Geboren wurde er am 28. Juni 1962 in New York, USA. Und gestorben ist er 2021 in Irland im September. Er hat auch unter Pseudonym eine Reihe von Büchern veröffentlicht, unter dem Pseudonym Kveldulf Gundarsson, und hat immer wieder germanische, nordische Mythen, aber auch andere Mythenkreise retold. Mythology and Epics told over and over, diese Art von MeToo-Bewegung. Aufgewachsen ist er in Dallas, Texas, eben auch in dem Bible Belt der USA, was bestimmt auch wie bei den Zimmer Bradley eine Rolle spielt, was die religiösen Vorstellungen angeht. Und dann hat er sehr früh schon Geschichten geschrieben, Mythen verfasst, sich mit der Artus-Mythos auseinandergesetzt. Und wie gesagt, er wurde Neuheide und zeitweilig auch Angehöriger des nordamerikanischen Ring of Truth, einer internationalen heidnischen Organisation, die aber nicht rassistisch war und auch nicht sexistisch agiert hat. Er hat unter dem Pseudonym Gundarsson Sachbücher auch veröffentlicht, die sich mit germanischer Religion befassen, Religion und Magie. Und diese Bücher haben durchaus einen guten Ruf. Herr Grundy wusste, wovon er spricht. Er hatte sich wissenschaftlich mit der Welt der nordischen Mythen auseinandergesetzt. Und von daher gesehen ist das Buch gut fundiert geschrieben. Rheingold, herausgekommen 1992, ist sein erster vollständiger Roman, den er im ersten Jahr seines Studiums an der Southern Methodist University von Dallas begonnen hat. Dort hat er englische und deutsche Philologie studiert, unter anderem bei Professor Stephen Flowers, dem Mitbegründer von The Troth. Und den größten Teil dieses Buches hat er in Schottland verfasst, in einer Studentenwohnung.
Und dort ist er seinen, ja, hat er sich in diese ganz in diese mythische Welt hineingelebt. Als junger Mann hat er sich in Bonn aufgehalten, am Fuß des Drachenfelsens zwischen Königswinter und Bad Honnef. Das hat ihn sehr, sehr beeindruckt. Und in diesem Buch gibt es auch am Anfang gleich eine Karte, wo dieser Drachenfels am Rhein auch verzeichnet ist. Er hat dann Recherchen in Skandinavien gemacht und dieses Buch vielen seiner Professoren und Lektoren gewidmet. Er hat sich bei vielen Menschen bedankt für ihre Hilfe, unter anderem eben auch bei seinem Professor Stephen Flowers. Und gewidmet hat er das Buch Richard Wagner und Tolkien. Denn sie haben als erste das Feuer des Rheins aus dem dunklen Wasser und dem Drachenfelsen geholt, um das Bewusstsein für unser nordisches Erbe zu wecken. Das Buch wurde ein internationaler Bestseller, stand auf der Bestsellerliste vom Spiegel, und war sozusagen eine Nachgeburt. Nach den Nebeln von Avalon haben sich die deutschen Verlage auf dieses Buch, auf diesen Autor gestürzt, weil sie hofften und glaubten, in ihm einen ebenso großen Bucherfolg zu finden wie bei dem Buch über ja, Morgaine und ihre Schwestern auf der Insel Avalon. Grundy hat dann wurde promoviert in Cambridge über Wotan und hat, also das ist nun wirklich eine ausgewiesen gute wissenschaftliche Arbeit geworden. Er hat dann ein Buch geschrieben, Wotans Fluch, das ist 1996 herausgekommen, über Gilgamesch, den Herrn des Zweistromlands, 1999, eine Falkentrilogie, 1999 bis 2001. Und ein Buch über Beowulf 2010. Mit seiner Frau Melody Lamont Grundy hat er zunächst in einem restaurierten Schloss gewohnt in Südirland, in Shimron, und später in einem gregorianischen Haus aus dem 18. Jahrhundert. Den Hof hat er benannt The Tribe of Tor, den Stamm von Tor. Ist ganz aufgegangen in dieser heidnischen Welt. Fotografien kann man das auch sehr schön sehen. Er verstand sich auf den klassischen Gesang, auf Bierbrauen, auf Fechten und auf das Harfespielen. Und bis auf den Beowulf sind eigentlich alle seine Bücher auch ins Deutsche übersetzt worden. Und er ist, wenn man sich seine Werke ansieht, stellt man ihm fest, er ist ein Neuheide gewesen, ein Anhänger der nordischen Götterwelt, aber kein Rassist, kein Sexist und ein Mann, der sich durchaus eben pro Transgender ausgesprochen hat. Also nicht völkisch gesonnen, nicht rechts gesonnen und sehr den Menschen auch sympathisch zugewandt, der ganz aufgegangen ist in seinen Anderswelten und der sicher heute nach seinem Tod in so einer Otherworld lebt. Seine Sachbücher hießen Teutonic Magic, The Magical and Spiritual Practices of Germanic People 1990, also teutonische Magie, die magischen und spirituellen Praktiken der germanischen Völker und Teutonic Religion, Folk Beliefs and Practices of the Northern Tradition, teutonische Religion, Volksglauben und Praktiken in der nördlichen Traditionen 1993.
Asatru, die Rückkehr der Götter 2014. Und Rheingold, ich habe hier die vierte Auflage von 2003, Fischer Verlag, umfasst 840 Seiten. Übersetzt wurde es von Manfred Ohl und Hans Sartorius. Und beide Übersetzer kennen wir auch als Übersetzer des Marion Zimmer Bradley Werks Die Nebel von Avalon. Und die wussten, wovon sie sprachen. Die hatten sich gut eingelebt in diese Götterwelten, germanischen Götterwelten und Sagen. Und sie wurden nun beauftragt mit der Übersetzung des Werkes Rheingold ins Deutsche. Der Roman behandelt die Nibelungen- und Welsungen-Sage, die erzählt wird vor dem geschichtlichen Hintergrund der Völkerwanderungszeit und die so nah wie möglich an der Geschichtsforschung zu bleiben versucht und sehr viele historische Quellen hineinverarbeitet hat. Deswegen kann man das Buch mit gutem Gewissen empfehlen. Es ist eine Lektüre, die auch nichts beschönt. Es kommen sehr auch gewalttätige Szenen drin vor. Das ist also keine heile, schöne Welt. Die germanischen Götter waren sehr kriegerisch, sehr grausam auch. Hauptfigur ist Siegfried. Man sieht eben diese wunderschöne Siegfried-Figur am Rhein stehen. Ja, das war das Vorbild von Grundy, der damals 25 Jahre jung war, als er mit diesem Buch herauskam. Und das war ein Riesengeschäft. Wurde die Nummer 1 im Herbst 1992. Und er arbeitete dann ganz eng mit den Fischerlektoren Ohl und Sartorius zusammen, zuletzt auch auf Malta, wo sie ihn wirklich in die Mangel genommen haben. Nein, in einer Malta vorgelagerten Felseninsel, sehr einsam, so ist es richtig gesagt, wo sie ihn dann wirklich auch in die Mangel genommen haben und diesen jungen Mann versucht haben, auf den Boden der Tatsachen zurückzubringen. Sein Werk war viel opulenter, viel größer, hatte viel mehr Seiten und sie haben dann auch es geschafft, dass auch einiges rausgekürzt wurde. War eben als 16-Jähriger in Bad Godesberg und ist beim Drachenfelsen ausgeflippt, weil er sich das alles so lebhaft vorstellte und erschien dann eben auch zu den Sitzungen ausstaffiert mit Runenschmuck und brachte selbstgebrauten Met mit. Und der Roman war eben nicht nur Literatur, nicht nur ein Text, an dem er als Dichter gearbeitet hat. Und jeder Dichter kämpft ja um jedes Wort, das er geschrieben hat, sondern es war wirklich auch ein Bekenntniswerk, ein Werk des Glaubens. Man hat ihm von vornherein einen Riesenerfolg prognostiziert, wie der Nebel von Avalon. Also er hat deswegen auch eben einen ganz ähnlichen Umschlag bekommen, in der Gestaltung ganz ähnlich wie die Nebel von Avalon. Und erzählt nun die Sagen um Siegmund, Sieglind, Siegfried, dem Drachentöter und Hagen. Es geht um sehr viel Liebe, um Götterglauben, um Fabelwesen, um sehr menschliche Götter, um Magie und auch um das unvermeidbare Weltenende, den Ragnarök, der sich in Zukunft abspielen wird und das Weltenende herbeiführen wird. Wie gesagt, er hat sehr viele historische Quellen verarbeitet, zum Beispiel Quellen, die von der Zerstörung des Burgunderreiches im 5. Jahrhundert berichten. Zerstört wurde es vom Einfall der Hunnen. Die Wölsunger Sage, eine Sage, die auf Liedern, altisländischen Liedern beruht, die zwischen 900 und 1100 entstanden sind. Beruhend auch auf dem Nibelungenlied ist sein Buch entstanden. Auf der Sithrix-Saga von Bern aus dem 13. Jahrhundert, altnordisch, die Dietrichs-Epik, zu Dietrichs-Epik gehört. Das Hildebrandslied, das Althochdeutsche, das lateinische Gedicht Valtarius, die Skaldenpoesie, all das haben
hineingewirkt bei der Abfassung seines Werkes, wo er sich wirklich redlich bemüht hat, den wahren germanischen, nordischen Götter so nahe zu kommen wie nur möglich. Und beginnen tut nun eben diese schreckliche Geschichte um die Menschen und Götter, die sich nach Gold verzehren, mit der Tötung der Otter. Ich möchte Ihnen ein paar kleine Stücke aus diesem Buch vorlesen. Zum ersten eben, also hier nochmal die schöne Karte. Die Widmung, die er selbst geschrieben hat, aber unter einem Pseudonym. Aus Der Schatz von Queldulf Gundachsson. Ich singe von dem Gold, das in der Dunkelheit funkelt. Ein lang gehüteter Schatz liegt unter dem Berg weißer Knochen. Dort flüstern Runen schweigen, dort sind Ringe tief verborgen, dort wiegen Jahre wie Steine, und der Weg ans Licht ist längst vergessen. Du stehst jetzt auf grüner Erde und siehst in der aufgehenden Sonne das Netz, das weitergesponnen wird mit Zaubersprüchen. Der Drachen erscheint, das Feuer auf dem blutigen Weg funkelt auf dem Runenschatz in goldglühenden Flammen. Aus unseren dunklen Schatten die Geheimnisse der Ahnen, kostbarer Schmuck und glänzende Schwerter werden für die Sippe gewonnen. Heil denen, die graben nach dem verborgenen Schatz ihrer Väter. Die Dunkelheit der Totenschädel bringt Weisheit an den Tag. Also, wer in den Schätzen der vergangenen nordischen Götter gräbt, wird weise werden. Das ist, genau. Ein kleines Stück vom Beginn. Der Beginn, wie alles beginnt, nämlich mit der Tötung einer Otter durch Loki, den Trickstergott Loki, den wir letzte Woche bei Burgess vorgestellt haben. Der Rhein floss langsam dahin. Das dunkle Wasser wand sich in einem Bogen um den Fuß der steil aufragenden Felsen. Die Götter wanderten im heller werdenden Morgenlicht flussaufwärts. Bald stand die Sonne hoch am Himmel. Als sie beinahe den Zenit erreicht hatte, blieb Wotan stehen und blickte zum Fluss hinunter. Dort lag ein Otter auf einem Felsen am Ufer und sonnte sich. Die heiße Sonne trocknete sein glattes, glänzendes, braunes Fell. Er rollte sich zur Seite, rieb langsam den Rücken wie eine Katze am Stein, streckte sich genussvoll, kroch dann auf dem Bauch zum Felsenrand und spähte in den Rhein. Im Wasser blitzte etwas Silbernes. Der Otter glitt geräuschlos wie ein dunkler Pelz ins Wasser. Wotan, Hönir und Loki blickten stumm auf die Stelle, wo er verschwunden war. Die spielerische Anmut der kleinen Kreatur schien sie verzaubert zu haben. Noch während sie so standen, kroch der Otter, dessen Pelz am Körper klebte, mit einem riesigen Salm wieder aus dem Wasser. Er hielt den Fisch triumphierend im Maul und schüttelte in einem funkelnden Tropfenschauer das Wasser aus seinem Fell. Dann legte er sich auf den Bauch und begann mit halb geschlossenen Augen langsam und genussvoll den Salm zu verzehren. Loki bückte sich lässig nach einem Stein und warf ihn geschickt und zielsicher auf den Kopf des Otters. Dem Tier blieb keine Zeit zum Ausweichen. Er riss in beinahe menschlichem Entsetzen die braunen Augen auf. Als der spitze Stein seinen Schädel zerschmetterte, sank lautlos zusammen und der Salm fiel ihm aus dem offenen Mund. Loki eilte zum Fluss hinunter, um seine Beute zu begutachten. Der Stein hatte den Kopf des Otters an der Seite getroffen. Aus der Wunde quoll Blut und tropfte auf das nasse Fell. In den aufgerissenen Augen lag der Ausdruck von Grauen. Sie starrten blicklos auf den Tod, der so plötzlich gekommen war. Loki hob lachend den Salm auf, hielt ihn beglückt in der einen Hand und in der anderen den Otter, dessen langer Leib leblos in seinem Griff baumelte. »Seht«, rief er den anderen Göttern zu, »ich wollte nur den Fisch.
Aber jetzt haben wir den Fisch und den Otter. Der schlaue Loki kann mehr, als man glaubt. Wotan und Hönir sahen zu, wie Loki dem Otter geschickt das Fell vom Leib zog. Er schüttelte betrübt den Kopf über das Loch, das der Stein in den Kopf geschlagen hatte. Wirklich schade. Vermutlich kann ich mit dem Kopf nichts anfangen. Nun ja, so etwas kommt eben vor. Loki gab dem Kadaver einen Tritt und er versank mit einem schweren Klatschen in den Fluten des Rheins. Dann lief er zu Wotan und Hönir zurück. Dabei rollte er das Fell zusammen. »Wo geht es jetzt hin, Erhabener?« fragte Loki munter. Der einäugige Gott deutete mit dem Speer flussaufwärts. »Nicht weit von hier liegt Hreidmars Halle. Wir müssten bei Einbruch der Dunkelheit dort sein. Er wird uns für die Nacht Gastfreundschaft bieten. Ich glaube, deine Beute wird ihn sehr beeindrucken. Einer seiner Söhne ist ein großer Fischer. Er wäre bestimmt stolz auf den Salm gewesen, aber es ist ihm noch nie gelungen, mit einem Fisch einen Otter zu fangen. Glaubt mir, der stolze Loki schlägt jeden mit seinen eigenen Waffen.« Er lachte zufrieden und strich mit den geschmeidigen Fingern sanft über das Fell und schob es in seinen Beutel am Gürtel. Die Götter machten sich auf den Weg und wanderten flussaufwärts am Rhein entlang. Damit beginnt das ganze Elend, die Gier nach dem Golde, denn es stellt sich heraus, dass der getötete Otter ein Mensch war, ein Sohn Hreidmars, der nun will, dass der Tod seines Sohnes mit Gold aufgewertet wird, ein Wehrgeld gezahlt werden soll. Und dazu muss Loki nun wieder seine ganzen Tricks aufzeigen, hervorholen, um so viel Gold zu bringen, dass er Hreidmar beeindrucken kann. Und dann kommt es zu Mord und Totschlag und dann beginnt das ganze Elend. Der Drache Fafnir und so weiter und so fort, Rheingold, Welsungenblut und die Nibelungengeschichte. Das wird sehr, sehr schön erzählt, chronologisch erzählt übrigens auch. Wir haben uns einmal die Brakteaten angeschaut, die Hauk so wunderbar erklären kann. Und wenn man sich diese Brakteaten anguckt, und nochmal diese Gestalt von Wotan, Baldur und Loki, dann ist eben manchmal auch unter Loki so ein Fisch oder eine Otter zu sehen. Und das wird eben hier durch diesen Mythos erklärt. Das spielt eine wesentliche Rolle für Loki. Und nun beginnt eine grausige Geschichte, eine Geschichte von Verrat, von allem Schrecklichen, was wir von diesen germanischen Mythen kennen. Und zum Schluss wird eben nun das Gold auch wieder dem Rhein übergeben. Und das ist das Ende von diesem großen Schatz, nachdem Götter und Menschen sich gesehnt haben. Ich lese Ihnen diesen Schluss vor. Als sie schließlich alles Gold am Ufer des Rheins aufgehäuft hatten, brannte die Sonne durch die Bäume hinter ihnen herab. Gudrun und Nibel sahen einander nicht an und sagten nichts, als sie anfingen, die Goldstücke in den Fluss zu werfen wie Kinder, die leuchtende Herbstblätter ins Wasser werfen. Sie arbeiteten schneller und immer schneller, hatten Angst, das Gold zu lange in ihren Händen zu halten, bis schließlich das letzte Stück davon in den rauschenden Fluten verschwunden war. »Ist da noch etwas?« Unwillig nahm Gudrun den Eberzahn von ihrem Hals, schwang die Kette und ließ sie in einem Bogen hoch hinauffliegen zur Mitte des Rheins. Dann schleuderte sie Hagens Armreif und den Rest des Goldes, das sie dem toten Attila abgenommen hatte, hinterher. Zu guter Letzt löste sie die Brosche, die Siegfried ihr gegeben hatte, die goldene Scheibe mit den Figuren von Ricke und Hirsch und ließ sie über das Wasser wirbeln.
Sie wollte schon fortgehen, als Nibel stumm auf den Drachenring deutete, der sich noch um ihren Finger schmiegte. »Das ist Andvaris Ring.« »Aber Siegfried hat ihn mir gegeben«, wollte Gudrun schon sagen. Doch Brünhild hatte ihn vorher gehabt und vor ihr Fafnir und vor diesem Reitmar Loki, und durch sie hatte es ihren Brüdern den Tod gebracht. Sie zog den Ring vom Finger, wog das schwere Gold in der Hand. Der Schatten der Bäume reichte jetzt halb über den Rhein. In den zackigen Schatten schien der Fluss im rotgoldenen Schein der Sonne zu brennen. Der rote Stein in der goldenen Umarmung des Drachen war sehr dunkel, sein Stern verborgen in den Schatten des Sonnenuntergangs. Mit aller Kraft schleuderte Gudrun den Ring über den Fluss. Sie glaubte, das silbrige Blitzen eines Fischrückens an der Grenze zwischen den Flussschatten und dem Flussfeuer zu sehen, gerade dort, wo Andvaris Ring spritzend im Rhein gelandet war. Dann war er verschwunden, wieder in die Dunkelheit gesunken. Stephen Grundy, Rheingold.